Heute habe ich euch mindestens 10 geheime Bodykits und Teile in Need for Speed anbauen, die es so im Game selbst nicht gibt, zumindest noch nicht. Im Spiel selbst gibt es nämlich jede Menge Bodykits und Parts, die zwar in den Gamefiles zu finden sind, allerdings nur mit Hilfe von Tools wie Cheat Engine anwendbar sind. Das bedeutet, es kann sich beim einen oder anderen Bodykit natürlich um Dateileichen von Heat oder Payback zum Beispiel handeln, aber vielleicht kommt das ein oder andere Kit davon auch in zukünftigen Updates ins Game. Zumindest hoffe ich das, weil da sind auf jeden Fall Schmankerl dabei. Legen wir doch einfach mal los mit dieser Corvette hier, denn die wird zum absoluten Police Car. Wenn Sergeant Cross also Need for Speed Unbound am Start wäre, würde seine Karre vermutlich genau so aussehen. Der Kopfgeldjäger Cross ist ja schon bekannt aus Most Wanted oder Carbon, der uns schon ordentlich Kopfschmerzen bereitet in der Welt von Need for Speed. Vorgesehen für den Spieler sind die Polizeilichter und Blaulichter natürlich nicht. Die habe ich halt, wie schon gesagt, über ID-Swapping mit Cheat Engine reingepackt. Trotzdem, schickes Ding, würde ich mir wünschen. Machen wir weiter mit diesem Camaro hier von Roberto und Lucas Rivera, nämlich der 1997er Camaro von Need for Speed Heat. Wer kennt ihn noch? Soweit ich weiß, konnten wir die Karre in Heat, so wie sie jetzt hier steht, auch nicht tunen. Allerdings ging auch diese Customization nur mit Cheat Engine, also alle, die heute kommen. Die Motorhaube bzw. der Motorblock ist leider auch so nicht wirklich verfügbar im Spiel, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil es ja schon so ein klassisches Muscle-Chaos macht. Hoffen wir einfach mal, dass wir solche Tuning-Optionen in Zukunft einfach sehen, weil das würde das Spiel echt nochmal ein bisschen Frische reinbringen und dann wäre es nicht so schnell tot wie Heat, weil ich habe schon das Gefühl, es geht schon wieder langsam in die Richtung bei Unbound. Aber abwarten, ne? Die Messe ist noch nicht gelesen. Auch der Nissan Fairlady 240 mit dem Kaido Racer-Style Bodykit ist in den Gamefiles zu finden. Soweit ich weiß, wurde dieses Bodykit sogar in den ersten Trailern von Unbound gesichtet, was auf jeden Fall noch ein bisschen Hoffnung macht, dass wir in Zukunft auch ohne Cheat Engine dieses nice Bodykit bekommen. Das gab es ja so bisher auch noch nicht wirklich in Need for Speed Games. Der gesichtete Besitzer vom 240 ist der Australier Waru, der dort zu sehen war eben in dem Trailer, und im Moment gibt es das Ganze halt nur durch ID-Swapping, aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich zuversichtlich bei diesem Bodykit, dass wir das in Zukunft in dem einen oder anderen Update sehen werden. Ich konnte es übrigens nicht komplett updaten durch Cheat Engine, weil bei mir hat es ein bisschen gebuggt, so soll es eigentlich aussehen. Ne? Der darf natürlich nicht fehlen, der legendäre Nissan Skyline R34, den wir einfach durch Cheat Engine zu Eddies Nissan Skyline R34 mit dem Mantis Bodykit machen können. Eddie wurde ja so richtig bekannt in Need for Speed Unground und sein R34 wurde zu einem absolut legendären Auto. Und das legendäre Mantis Kit muss eigentlich in Zukunft definitiv in das Game kommen. Wie ihr seht, gibt es das Kit auch immer noch in den Gamefiles, auch im neuen Unbound. Und es wurde ja definitiv von NFS-Fans schon seit Jahren gewünscht, dass wir eben nostalgische Legenden wie Eddies R34, Rachels 350Z oder andere Kits und Karren endlich wieder aufbauen dürfen. Hoffen wir einfach mal. Auch der Ford Crown Victoria lässt sich zu einem klassischen Cop-Auto umrüsten. Hier ausgestattet nicht nur mit einem klassischen Vintage-Blaulicht, sondern auch noch mit verschickten Cams auf dem Kofferraum. Somit lässt sich also auch mit Cheat Engine eines der schnellsten Autos im Spiel zu einem Cop-Car machen. Ist aber auch leider etwas unwahrscheinlich, dass diese Cop-Modifikationen mit Blaulicht und so weiter in Zukunft ins Spiel kommen. Also die werden wahrscheinlich nur verfügbar sein mit Cheat Engine. Schließen wir das Ganze mit den Cop-Autos ab, nämlich den Ford Raptor könnt ihr auch noch mit Blaulicht und Bodykits und was weiß ich alles im Cop-Style ausrüsten. Aber auch der lässt sich halt nur durch ID-Swapping zum absoluten Cop-Monster machen. Da findet man aber Dateien wie diese Felgen hier, die Blaulichter und Nummernschilder, alles mögliche. Außerdem haben wir noch jede Menge KS-Bodykits, wie zum Beispiel den C63 hier oder den Mitsubishi. Teilweise wurden die aber auch schon in den Files von NFS Heat gefunden, also warten wir einfach mal, ob sich da in Zukunft was tut. Aber sag mir doch einfach mal, welche findet ihr denn so am besten? Auf welche Kits und Teile habt ihr Bock? Lasst es mich wissen. Und es wurden auch noch jede Menge andere Bodykits gesichtet. Ich habe es nur nicht bei allen geschafft, die IDs zu swappen, weil wir halt, wie gesagt, schon 20 Mal das Game crashed ist und dann, ja. Falls ihr aber wissen wollt, wie das Ganze mit dem ID-Swapping funktioniert, dann lasst es mich gerne wissen, dann helfe ich euch ein bisschen. Geht allerdings nur auf dem PC, also F an Konsolenspieler. Kann man auch nur hoffen, dass die wirklich bald ins Game kommen. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Peace out.